70. Achso, nee, falsche Falsche Richtung. Richtung. Etwas überfordert. Ja, schon ein paar. Aber jetzt machen wir nur noch Minus überall. So, und jetzt wird er ihn gleich wieder anhängen. Wie heißen denn die Transferpipes nochmal da? Transferpipe. Und ja. Unser der gute Smaragd Boy sagt, ich würde sagen, GG, so ein PC hätte ich auch gern. Braucht er nur kaufen, hätte er. Ja. Wann hat er das vor 7 Minuten geschrieben? Ich ja. Hatte sehr gut auf den Chat. 23 Packen, 57. Das ist ja, das produzieren wir weniger dazu, als wir rausnehmen. Ja, vielleicht hat es doch irgendwie einen positiven Vorteil, dass wir ja rausnehmen mit 2 Pipes. Ja, klar. Nein, nur mit einer. Mit einer geht es sich so nicht ganz aus. Er muss auch noch die 183 Millibuckets, muss er ja auch noch. Dein Vieh macht auch Mist. Ja, und dann gleichzeitig tut das ja noch ins MB-System auch noch. Deswegen. 64. Ja, für sich hat er ja langsam Historial, hat er Zeit. Ja, aber er braucht länger zum Befüllen. Als ja, deswegen haben wir ja 2 Millionen. Alter Schwede. Cool, jetzt hätte ich eine Idee für einen Mod für jemanden. Einmal, den du einfach hinstellen kannst. Was jetzt? Ein Eimer, den du dann am Boden platzierst, da steht da ein Eimer mit Flüssigkeit drin. So wie ein Dank. Was bringt dir das? Ja, einfach nur just for fun, da könnte man jetzt mal 2 Millionen Eimer platzieren und schauen, wie das aussieht. Okay. Das wäre doch cool, wenn so ein Eimer, dann könntest du schön Eimer einfach als Dings hinstellen. Just for fun. Ja. Nehmen wir bitte 2 Millionen Eimer hin. Ich meine eher als Dekorationszweck. Kannst ja machen, oder? Da, nimm meine Hand. Zum Restlick machen. Da crasht das Spiel. Deswegen ja. weil so kurz überlegt, was hat er vor? Der eine Seite ist schon im gelben Bereich. Das heißt unter 3000. Genau, knapp darunter. 6 Kubik. Nein. Nee, stimmt aber auch nicht ganz. Das Westen ist auch. Osten, was er gedingst hat. Hä? Ja, irgendwie. Nee, Westen hat er gedingst, ja. Ja, ja. Ja, wie gesagt, erst alle 2 Durchläufe tut er die Farbe dingen. Und vor Durchlauf, ja, dings. Oh, jetzt muss ich sagen, wenn man jetzt dann oben rechnest, minus 13 pro Durchlauf. Wie lange die jetzt noch laufen, die Turbinen? Und uns eine Menge von, wir können ja nochmal rübergehen, was jetzt die Werte sagen bei Volllast. Schon wieder voll. Wir sehen nur 16 Millionen RF. Mal 8. 135 Millionen liefern sie. Für die, die das noch ausrechnen wollen. Ja. Und das pro Tick. Also nicht gerade wenig oder viel. Naja, nicht gerade viel. Es ist nix. Ja, für unsere, viel besser. Für unsere portable Dinger. Das schleppen wir jeden Tag mit uns rum, also ich weiß nicht. Nix. Das brauchen wir als Grundenergie für das nächste Vorhaben, was wir haben. Wir programmieren einen Mod, der braucht pro Tick 100 Millionen. Und produziert uns nix. Wir haben eine dumme Frage. Wie kriegt man da Energie raus aus dem Cube? Unten. Egal auf welcher Seite du da importierst. Beim Pylon. Was du ja machen. Nee, ich meine jetzt bei unserem Cube da. Das meine ich ja, ob das wegen der Seite, wo du einspeist in den. So, jetzt haben wir nämlich da. Hoppala. Nein, wenn du ihn mal oben drauf tust. Ja, ich glaube ich auch, dass unten Output ist dann.
Unten oder oben? Nehmen. Dann wahrscheinlich oben. Rätselsignal. Ach Gott. Dann kann man da auf den scheiß Cube Rätselsignal machen. Lass hier mal oben drauf. Okay. Na, Seite nicht, unten nicht, oben nicht. Ja, jetzt haben wir Energie. Wenn ich mal nicht reinkomme. Alter Schwede. Ich glaube, wenn ich irgendwie zu erinnern, dass der einen Rätselsinger gebraucht hat. Verdammte Kacke. Was? Ich kann ja mal, wir haben ja so ein gutes Büchlein. Storage, Batteries. Oder kann der nur mit einem gewissen Kabel-Output gehen? Mit einem RF-Kabel, das kann sein. Ich hab ein eigenes RF-Kabel. Geh mal eins bauen. Output it from der Top. Mit Redstone-Signal. Also oben. Output mit ist oben. Und Redstone-Signal. Und Redstone-Signal. Ja. Voll. Geht doch. Komisch, dass man oben Output nicht. Cool wäre gewesen, wenn du einfach hinstellst. Aber oben. Nice. Nicht mein Button. Ja, irgendwie komisch. Die Energie fliegt nach oben. Das war eigentlich logisch. Warum? Keine Ahnung. Jetzt können wir ein super System bauen. Unten tun wir mal reinleiten und oben raus. Ich hab grad sie immer übereinander stapeln. So, genau. Stimmt. Und jetzt tun wir hier die Wand einfach ersetzen. Alles mit denen. Warum nicht? Und oben stellen wir dann noch Tesserex rein. Das wird wohl dann reichen. So, Backup-System nochmal, sicher. Nein, ich könnte mal unten schon eine Reihe stellen lassen. Und da in der Mitte noch. Ja, mit der geht dann wieder schlecht, weil wir müssen hier oben. Falsch, ich habe irgendwie falschen Stein. Ja, dann. Ja, dann mach mal halt im. Ja. Falls halt irgendwie fern in der Mitte jetzt. Ja, was sollen wir nur so machen? Meinst du jetzt eins reinsetzen? Ne, nee, genau so. Wie wirst du dann raus? Ja, oben dann die Tesserex hin. So, also nur eine. Nee, ich kann ja wohl zwei, aber dann hat da die Tesserex, ja. Okay. Und rein können wir auf der Rückseite. Oder wir machen oben eine Pipe. Ging ja auch theoretisch. Ja. Tesserex haben wir dann mehr Schickrate. Bei Pipes sind wir wieder limitiert. So, ihr könnt einfach mal die. Wir brauchen jetzt noch. Wir brauchen ja Portale zum Mischen. Nee, weißt du, wie wir das machen? Ich hab eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Vor allem. Ja, wie wollen wir dann hinten einspeisen, wenn die ein Redstone-Signal brauchen? Ja, deswegen wollte ich jetzt anders machen. Okay, Ed hat eine Idee. So, hier der Tesserex. Dann unsere zwei links und rechts hingestellt. Ja, wohl ich schon, ja. Und dann drei nach oben und oben in der Mitte wieder ein Tesserex. Und in der Mitte? Ja, nix, Stein oder was. Okay. Das heißt, wir brauchen jetzt dann noch. Und zwei. Es gibt ja diese von Thermal Dynamics, diese komischen Pipes da, die unendlich viel liefern können. Wie nennen sich die jetzt? Ducts oder so, oder? Genau. Die Cryo Stabilized Dinger da. Electrium, kann man das craften? Ach ja, so gute Eckschwefte. Also, wir brauchen jetzt Energie-Crystal. 4 Stück bitte mal. Kann jetzt eine Weile dauern. Nee,
haben wir alles vorrätig. Ich gebe uns das System. Ja, der war ich vorhin gekraftet habe. Wir brauchen 3 Stück davon. So, 2, 3. Die wird bereits voll mit Gelied, ist Kryo. Kryo-Dings kann man auch kraften, oder? Nö, kann man nicht. So. Und den Kack zum Befüllen haben wir, glaube ich, zu Hause, gell? Echt Kack? Für Redstone-Dinger zu befüllen. Ich werde schon finden. Ich glaube, da hinten. Genau. Wisst mal. Ja, Fluid-Transpose und so ein Scheiß. Hab ich gebraucht. Da brauch noch kein Gelicht. Doch, brauch ich. Eigentlich nicht. Ich brauch's aber. Sagen nicht, brauche ich nicht, sondern ich brauche es einfach. Also du machst Kryo Stabilist. Ja, die können ja unendlich viel transportieren. Deswegen, so. Weiter. Wir kriegen jetzt Bedrock Alloy her. Machen. Machen. Wie? Aha, Tungsten, Bedrock und Tesla. Und dann können wir es so machen und hier oben. So. Und die Frage ist, was machen wir da jetzt als Output? Machen wir Input, machen wir die Turbine und Output, machen wir Output, gell? Ja. Receive-Runde und oben Output machen wir Energie-Output. Send. Warum nimmt er das nicht? Achso, jetzt. So. Wie das falsche Portal eigentlich? Nehme ich immer das. Für mich steht noch eins zum Spawny. Da ist Only Send, genau, gut. Dann sieht man das schön. So. Ich würde eigentlich auch mal meine Rüstung aufladen. So, ich habe hier ja schon mal wieder ein bisschen was vorbereitet. Genau, jetzt warten, jetzt brauchen wir hinten noch Redstone-Signal bei den Dingern, gell? Ja, ich will das jetzt sehen. Dann nicht in der Mitte. Aha, das geht nicht. Muss wahrscheinlich genau im Block sein. Naja, oder der Tesseract kann nicht transportieren. Ja, genau, der Tesseract kann. Beim nächsten kannst du in der Mitte. Genau. Wenn ich die hätte. Ja, auf jeden Fall. Er lädt sie noch voll. Weil letztendlich alles, was wir jetzt bekommen, wird ja von unten gelagert. Und die sind jetzt gleich leer. Jetzt sehen wir, fängt er langsam an, die oben auch in der Anzeige zu leeren. Ja, jetzt macht er unten wieder Plus, weil ja die Turbinen nur laufen. Das ist halt das, was die Turbinen produzieren. Und das wird jetzt in Haufen Energiesysteme reingespeist. In den Cube, ja, der ist zwar voll. Was? Hast du da Energie da reingespeist? Was, ja? Weil der Cube wieder voll ist. Ja, du machst ja die ganze Zeit. Du bist im Speisen ja ein die ganze Zeit. Ja, aber wenn man sich mal vorstellt, wir hatten von 900 Billionen. Ja, wir produzieren auch 135 Millionen pro Tick. Also, das sind in einer Sekunde 135 Millionen, ist ja schon eine Billion. Hey. Ne, Milliarde. 135 ja, mal 20. Ja. 135 Millionen mal 20 sind dann wie viel? 6. Ah, muss ich einmal. 2700 Millionen. pro Sekunde. So, der craftet hier noch fleißig? Nein, macht er nicht. Wo ist denn? Haben wir ja irgendwo noch einen Ofen rumstehen? Also mit Zahnrädchen hinten dran. Blastfurnace. Nein. Blastfurnace ist auch falsch. Muss den Dings in ME-System herausholen. Haben wir keine mehr. Aber System, ja, müssen wir drüben schon mit der Micro. Ja, drüben hast du abgerissen. Bei der Automatisierung. Ja. Blastfurnace.
Ja, Backe. Ja, hier fehlt noch der Dinger. Da. Reiber da. Der Heater fehlt da. Stimmt. Hab ich vergessen. Vergotten. Ja, den müssen wir jetzt natürlich auch noch irgendwo hier drin haben wir keinen, dann muss der hier drin sein. Ja, müssen wir sein, ich habe ein paar gecraftet extra noch. Stimmt, der ist ja nicht Heater, ist ja nicht Heater, sondern nur. Nur Heater. Was haben wir hier drin eigentlich drin? Bienen, warum haben wir hier Rocky Bees? Ja, von der Enderquai. Wir schmeißen. Aber doch IP0. Priorität. Ja, wer weiß? Ja, was im ist es denn voll?